Sehr geehrter Herr Bouffier, Sie sind ein begnadeter Redner und ich kann noch viel von Ihnen lernen. Aber heute hatten Sie ein paar Schwachstellen. Das Problem ist die Verbindung des 141 mit dem Sondervermögen. Warum Sie das nicht erkennen wollen? Ich entscheide ja zu Hause auch alles mit einer Stimme. Ich bin da also auf diesem Prinzip sehr gut unterwegs. Das Verbinden der Corona-Maßnahmen, Herr Schalauske, da lachen Sie mal, was? Das Verbinden mit den Problemen bei der digitalen Ausstattung der Automobilindustrie, der missglückten Umstellung der Energieversorgung, einer komischen Grundrente, nachdem Sie nicht dafür sorgen konnten, dass die Frauen endlich anständige Einkommen verdienen. Das ist doch Ihr Problem. Herr Scholz hat heute im Bundestag gesagt, bei diesen großen Summen kann man sich leicht verzetteln und die richtigen Ziele aus den Augen verlieren. In Ihrem Sondervermögen finde ich kein einziges richtiges Ziel, für das es sich lohnt, diese Milliarden auszugeben. Sie wollen es nur für Schäden der Vergangenheit aufwenden. Sagen Sie doch, wo Ihre Ziele sind, dann gehen wir das doch mit. Und Herr Bouffier, über eines habe ich mich geärgert. Sie reklamieren hier, dass man Ihre guten Motive nicht infrage stellen dürfte. Ich werde hier, seitdem ich Mitglied dieses Landtags bin, dauernd beschuldigt, keine guten Motive zu haben. Und ich sage Ihnen, da können Sie sich an mir ein Beispiel nehmen. Und mit hier auf der linken Seite, ich diskutiere sogar mit Ihnen, ich respektiere Sie sogar, Herr Schalauske. Wir haben uns mal bei Tisch unterhalten, das war eine sehr interessante Unterhaltung. Aber, mit Ihren Schlussfolgerungen und Ihren Zielen, mit Ihren Schlussfolgerungen und Ihren Zielen sind wir nun mal nicht einverstanden. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte um Ruhe.